ist die Qualifikation. Sie hat eine langjährige Trainerin, nämlich Johanna Kratz. Seit 16 Jahren wird sie trainiert, seit 16 Jahren von eben Johanna Kratz, nicht aber heute betreut, denn Johanna Kratz ist eine der Jurorinnen, so, da müsste ich es rausbringen, heute beim Turnbewerb als weitere von Gabi Jahn. Fuck. 18 Jahre. Fuck. Ich hatte ja sogar einmal einen Fußballclub, FC Ceskiti, nur das ist eine lange Geschichte. FC Ceskiti. Fuck. Eine 0:2 in Ritzing. Und Cristiano Ronaldo. Fuck. Ich habe schon gehört, auf Facebook ist eine Diskussion jetzt aufgekommen über deine Tätigkeit da an der Analysewand. Ob das jetzt ein Fake ist oder ob das jemand anders steuert, die Bewegungen, die Pfeile. Wie fake? Nein, ob das wirklich du bist, der da drauf druckt oder so? Nein, natürlich nicht. Probieren? Das ist natürlich nicht. Das ist ja auch nicht der Eiffelturm da hinten. Ja, sondern wir sind in Wahrheit in Klagenfurt im Minimundus. Denn dann wird das Adrenalin schon aus die Ohren spritzen. Einmal gleich noch. Weil? Ich wünsche mir auch nochmal. Ja. Denn dann wird das Adrenalin schon aus die Ohren spritzen. Ich sterbe gerade, aber es geht. Aber grundsätzlich ist unsere Aufgabe, unsere Jungs wieder hinzurichten. Wenn ihn einer wieder hinrichten kann, dann ist es wahrscheinlich Jürgen Klopp. So, jetzt müssen wir das noch interpretieren. Der Stern der Österreicher, der jetzt im nächsten Spiel aufgehen wird. Ja. Hoffentlich. Nein, hoffentlich. Also, soll eigentlich ein Sonder sein. Roman? Muss ich anfangen? Nein, dann lass uns Herbert anfangen. Wieso muss ich mal hier anfangen? Ich habe gesagt, Hermann. 1:1 tippt Hermann Paske. Ja, aber das ist ja ein komplett anderer Unterschied. Ja, weil es ganz einfach das Einfachere ist. Heute und morgen trainieren die Ungarn unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Was ist jetzt? Die Mannschaft hat sich im Großen und Ganzen nicht besonders geändert. Damals hat man gesprochen schon von einem Umbruch, der kommen muss im russischen Fernsehen, so in der russischen Nationalmannschaft, also dort auch. Der Roman und ich sagen artig auf Wiedersehen. Schlaft's gut. Ja, und der Herbert. Und ich sage, du hast heute die Szene des Tages nicht angesagt und die kommt jetzt. Und zwar? Und dafür ist von mir gegen Island gesperrt und damit guten Tag. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Chance auf die Tabellenführung ihre Mannschaft beflügelt. Ja, ich sage einmal so, auch wenn wir Tabellenführer wären, heute nach dem Spiel ist das eine Momentaufnahme. Wir spielen jetzt hier nicht um die Tabellenführung, sondern wir spielen um Punkte zusammen, die wir dann irgendwann im Mai wahrscheinlich gut brauchen. Wie erklären Sie sich aber die doch eher mäßige Leistung jetzt? Nämlich auch von beiden Mannschaften, aber jetzt für Sie jetzt auch von der Wiener Austria. Ja, ich sehe keine mäßige Leistung wie Sie. Also ich sehe da schon eine gute Leistung, vor allem auch im taktischen Bereich, wenn wir sehen, dass auch der Gegner sehr gut uns das schwer macht, das Spiel aufzubauen. Das muss man auch sehen. Also es ist nicht so. Es gibt ja auch mehrere Torchancen. Ich denke, das habt ihr auch gesehen. Also so sehe ich das nicht. Das ist, ich lasse mir das nicht schlecht reden. Okay, okay. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich komme da immer her. Die Wiener Austria ist jetzt auf Rang 2, kann die Tabellenführung übernehmen. Ja. Und ich würde sagen, man spielt jetzt nicht wo steht Mattersburg? Auf Rang 4. Ah, okay. Ja, aber ich habe auch gesagt, dass beide schlecht gespielt haben in der ersten Spielhälfte. Also, ich sehe das Spiel nicht schlecht. Ist in Ordnung. Ich sehe das Spiel nicht schlecht. Ist okay. Fuck. Und ich wundere mich ja bald nicht mehr, dass nur der Schlechte gezeigt wird. Das ist ein 19-jähriger Torhüter. Der war im Juli 19 und ich verstehe das überhaupt nicht mehr, dass dann nur der Scheiße kommt. Da. Aber er hat jetzt noch keine wirkliche Parade. Gut, ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben Vertrauen und das lasse ich nicht nehmen. Und wenn ein 19-jähriger Torhüter mal einen Fehler macht, wo nichts passiert, mein Gottes Willen, was soll denn das? Na, ich wollte Ihnen nur sagen, wie Sie zufrieden waren. Wunderbar. Ich habe Sie gefragt, wie Sie zufrieden waren. Ich bin zufrieden. Okay. Fuck. Und, ich sehe schon, der Franz Wolf hat heute violette Brillen auf. Das hat nichts mit der Brille zu tun, das hat mit den Fakten zu tun. Und fuck. Weil man 45 Minuten
dann eine Leistung analysiert und dann nur drei schlechte Szenen sieht oder ja, drei. Er hat ja noch keine Möglichkeit gehabt, sich auszuzeichnen. Hat er einen Flankenball gefangen? Das hast du nicht gesehen, oder? Hat er nicht der Flanke sicher gefangen? Okay, wo ist die? Also, okay. Sorry. Gut. Tut mir leid. Ja, passt. Ja. Dankeschön fürs Gespräch. Danke auch. Ja, danke, Franz Wolfert. Fuck. Carsten Fink, der Austria-Trainer, ist auch schon bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, haben Sie Oskar Kassier schon gratuliert zum Meistertitel? Ich glaube, ich kann man noch nicht, oder? Rein rechnerisch ist es macht man nicht, kann ich Ihnen sagen. Ja, das macht man nicht. Natürlich sind sie eigentlich nicht einzuholen, aber das macht man dann erst, wenn es soweit ist. Okay. Ich gratuliere ihm zum Sieg und ja, zum glücklichen Sieg. Glücklich, weil? Ja, weil wir die bessere Mannschaft haben. Aber hat er die Austria auch genug gemacht, nämlich auch im Offensivspiel, um dieses Spiel auch zu gewinnen? Es waren gute Szenen hier, aber na sagen Sie. Unglaublich. Fuck. Ich muss aber dennoch nachfragen, wenn Sie sagen, ein glücklicher Sieg für die Salzburger, innen ist auch ein Tor zu Unrecht aberkannt worden. Also es hätte auch 3:0 ausgehen können für die Salzburger. Am Ende, ja. Ja. Und Sie bleiben aber dabei, ein glücklicher Sieg für die Salzburger? Ja, sicherlich. Also das letzte Tor haben Sie ja wohl gesehen. Das ja, letzte Tor, ja, das ist doch eine Sache, weil wir mit dem Torwart mit nach vorne immer unbedingt 1-1 spielen wollen. Es ist doch klar, dass sich das Ergebnis dann am Ende hätte 3-0 ausgehen können. Also wir haben genug Chancen herausgespielt, die wir hatten müssen. Auch in der zweiten Spielhälfte? Genug Chancen? Ich finde, wir haben gut gespielt, okay? Okay, bleiben wir dabei. Gut, wir sind noch nicht ganz so fertig. Abschließend noch eine Frage, auch Ihre persönliche Zukunft betreffend. Ingolstadt sucht einen Trainer. Natürlich gibt es da sofort wieder Gerüchte, weil Sie auch ein bisschen eine Vergangenheit haben mit Ingolstadt. Wäre das so etwas ein Thema für Sie? Ich habe mit Ingolstadt keinen Kontakt und habe meine Arbeit hier zu verrichten. Das interessiert mich erstmal. Okay, Dankeschön für das Gespräch. Wir schauen an dieser Stelle vielleicht ganz kurz ins Sport am Sonntag-Studio. Fuck. Back to Rainer and Melanie. Thank you very much. Also from me, thank you, gentlemen. So, just to recap, we have in Group A, Switzerland, Czech Republic, Portugal and Turkey. In Group B, Austria, Croatia, Germany and Poland. In Group C, we have the Netherlands, Italy, Romania and France. What a group! And in Group D, finally, we have Greece, Sweden, Spain and Russia. Fuck. Odol hat Elfmeter gefordert bei der folgenden Szene. Lag da auch der Schiedsrichter richtig? Oder auch nicht? Ich glaube, er lag richtig. Okay. Wir haben ein Interview, höre ich. Ja, Miran Bukic, mein... Fuck. Schönen Abend aus dem Franz-Horst-Stadion. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Europacup-Abend im ORF. Austria Wien gegen Ruch Horshof lautet die heutige Partie. Fuck. Und jetzt sind Sie bei uns, unsere Marathon-Aushängeschilder. Wir begrüßen Karin Mayer und Günther Weidlinger. Ah, sorry. Ja. Fuck. In der Sky to go erste Liga. Horn gegen den Favoriten AC. Abstiegskandidat gegen Aufstiegskandidat. Fuck. 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 Darf mich verabschieden, einen schönen Abend wünschen und gute Nacht.